So, herzlich willkommen wieder zu Outlast. Lang hat es gedauert, wir sind wieder dabei. Und ja, ich habe ziemlich gute Laune. Mal sehen, wie lange das anhält. Ich habe ein paar Neuerungen. Und zwar habe ich ein neues Aufnahmeprogramm. Ne? Habe ich gleich mir gedacht, jo, wenn mal nach 2 Wochen mal wieder aufnehmen, kannst du mal neues Aufnahmeprogramm ausprobieren. Und das heißt DxStory oder so. War ein Tipp vom Abonnenten. Vielen Dank hier nochmal an dich. Hab davon immer mal gehört, aber ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich so geil ist. Und nach und nach benutzt es jeder und es wird wohl Fraps ablösen. So, interessiert aber wahrscheinlich nur einen Bruchteil. Ja, ich bin wieder einigermaßen fit. Ich kann wieder hemmungslos plappern, ohne die ganze Zeit zu machen. Ah, ich bin gerade hängen geblieben mit dem Kabel. Und jetzt habe ich Druck auf dem Ohr. Okay, keine Batterie verschleudern. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, sind hier hochgeklettert, weil der Fahrstuhl irgendwie kaputt ist und wollen zu Vater Martin gelangen. So, und hier ging es nicht weiter, gelle, weil es ja ein Gittertor ist, natürlich. So, und der stand da hinten, richtig? So, dann bin ich da letzte Folge da hingegangen und er hat gesagt, jo, such dir einen anderen Weg, hier kommst du nicht. Du kommst nicht vorbei und jetzt suchen wir uns einen anderen Weg. Und ich habe das Gefühl, das wird wunderbar. Ich hoffe, die Aufnahme und alles klappt. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht. Da waren ein paar Probleme, die habe ich jetzt aber gefixt. Und, ja, so, hier ist versperrt, hier auch. Klettern wir hier durch. Hier ist jetzt ein bisschen heller. Stuhl. Haha, meine gute Laune sinkt langsam. Was haben wir? Oh, der hat einen Schlüssel. Was? Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Ah, hier. Kann man es lesen? Nee. Okay, ich brauche 3 Sicherungen. Ist ja wieder mal... Also die Storyline ist der Hammer. So, was haben wir hier? Oh. Ei, wer bist du denn? Wer bist du denn? Tut er mir was? Aber gutes Versteck hat er da. Muss man schon, man, ne? Also, mal ist er da, mal ist er nicht da, also. Krass. So, hier geht's an 2 Wegen weiter. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Hallo? Hier sind Schränke zum Verstecken. Kann man als gut deuten oder als schlecht, je nachdem. Was haben wir hier? Die ist verrammelt. So. Also das Schlimmste am Spiel ist echt diese ganze Hintergrundkulisse. Guck mal, wie die... Allein... Oh. Allein, dass man geht. Wie die Dielen knarren und... Und alles. Okay, weiter. Du springst mich nicht an, oder? Meine Batterien sind gleich alle. Und ich stink, sodass die Schweiß... die Schweißfliegen. Die Schmeißfliegen an mir ran. Oder ist es hier an ihm hier? Ich glaube, das ist an ihm. Weil der macht nicht mehr lang. Nee, der macht gar nicht mehr. So, was haben wir da hinten? Kerzen? Ich lade mal nach. Wir haben ja 7 Batterien. Ist ja alles gut. Da sind auch Kerzen. Wir gehen da mal einfach hin. Kann man hier lang? Nein. Was steht hier? Pray for Revelation. Und ein zerbrochenes Bild von einem der Direktoren. Kann das sein? Die hängen doch immer überall rum. Ich fühle mich wieder so heimisch. Ich merke gerade, wie ich es vermisst habe. Ne? So, dann gehen wir mal in die erste Tür. Und weil wir heute gut drauf sind, machen wir jetzt hier mal einen auf Baba. Ich habe mich gerade ernsthaft verschluckt. Ich mach mal wieder... zu. Ich muss da rein, oder? Pray for Revelation. Yo, was geht? Sieht er mich? Ja, natürlich sieht er mich. Der macht nichts. Ich wette, es ist wieder so einer, wenn ich nah an ihn rangehe, sticht er mich einfach ab. Ohne Kompromisse. So, was haben wir denn hier? Du tust nichts, oder? Der guckt mich nicht mal an. Noch nicht. Eine Batterie? Nice. Haben wir wieder 7? Bleib weg.
bleib weg. Hat der auch nichts an? Der, dass sie alle ohne Hose rumrennen müssen immer, ne? Bestimmt Lakai vom Doktor. So, hier ist noch eine Batterie. Alter, er macht mir schon ein bisschen Sorgen. Was willst du hier fabrizieren? Ne, das ist keine Batterie, das ist eine Sicherung. Krass. Wow! Was los? Was los, Kollege? Du brauchst doch nicht gleich weinen. Ich glaube, jetzt muss ich wieder mal ein bisschen mich sputen. Und ich sehe nichts. Und ich renne jetzt einfach mal nach da hinten. Sehen, was da passiert. So, da ist anscheinend noch eine Tür. Oder hier geht es noch rechts lang. Wow. Wow. Kann ich mich irgendwo... Jo, ciao. Hier war gerade eine Batterie. Der hat einfach nur was vergessen da hinten. Jo, dann renne ich hier lang. Wenn der da lang rennt. Ich mach die Tür zu. Oh, hier kann ich was vorschieben. Perfekt. Oh, das heißt, geht jetzt schön zur Sache. Guck mal, da sehen wir... Hier sehen Sie nochmal die schön abgetrennten Fingerglieder. Das ist der Hammer. So, was haben wir hier? Noch so ein... Invite the Wall Rider. Nee, Alter. Besser nicht. Hier ist noch eine Sicherung. Und wenn ich die nehme, passiert wieder was. Das heißt, ich nehme sie noch nicht. So. Der kommt bestimmt auch gleich zurück, der Bengel, ey. Ich weiß es. Ah, hier ist noch eine Batterie. Alter, 10 Batterien, Freunde! Das hatten wir ja noch nie. Und die Frage ist... Geht's hier irgendwie weiter? Nee, aber was bringt's dann, wenn ich die... Ich wette, ja, wenn ich die scheiß Sicherung nehme, kommt der Typ, will die Tür einhauen, aber sie ist verrammelt. So. Das gibt mir Zeit, aber Zeit wofür? Mich im Kamin, durch den Kamin schafft? Das wäre der Hammer. Hallo? Nee. Okay. Dann, wie mache ich das? Okay, Plan. Ich werde das Ding hier zur Seite schieben. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Dann die Tür öffnen. Nee, öffne noch nicht. Scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach so mal, ich nehme die Sicherung, renn wieder raus und verstecke mich da, wo ich mich gerade versteckt habe. Ich hoffe, das klappt. Und was mache ich dann? Ah, dahin waren noch 2 Wege. Okay. Alles gut? Ich komme nicht zurück, aber warum musste ich dann... Warum musste ich... Ich lade mal nach. Warum musste ich dann die Tür verrammeln? Ey, da... Bei sowas... Hallo, immer wenn ich irgendein scheiß Ventil umdrehe... Oder eine Gaspumpe anmache... Oder sonst was... Dann kommt immer ein Gegner. Aber er wohl nicht... Vielleicht war das auch nur so eine gescriptete Dings, dass sie hier einmal lang rennt. Versteht er? So ein Event. Ich hab keinen Bock. Okay, ich gehe jetzt einfach wieder zum Anfang. Fuck. So viel zum Thema. Ach du Scheiße, Mann. Ey, ich hab's noch gesagt. Die haben mich verarscht. Man muss erst... weit genug weggehen. Scheiße. Und wo ist der Typ mit dem Beil hin, ey? Der macht mir auch Kummer. Das ist ein Spiel, Freunde. So, wir beeilen uns ein bisschen. Hier war der Spinn. So, 2 Sicherungen habe ich. Jetzt geht's hier. Ich wette, dann brauche ich den Schlüssel. Aber wofür brauche ich dann den Schlüssel? Egal. So, gehen wir hier lang. Ich habe so Lust auf Outlast. Ich habe so Lust auf Outlast. Outi, 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 Last. Ich wette, die Tür oder so kann ich dann aufmachen. Oh, und da ist auch ein Fahrstuhl. Siste! Irgendeine Tür kann ich dann mit dem Schlüssel öffnen. Was haben wir hier? Drive in the Nails.
Oder He Nails? Nee, The Nails. Nice. Sind wir hier bei... Ach du Scheiße. Ich mach mal zu. Hab ich mich jetzt... Klar, ich schließe mich immer gerne aus. So, verrammeln machen wir auch. Ah, und diesmal? Diesmal wird's geiler. Ich werde mich hier irgendwo verstecken, unterm Bett oder so. Nee, wo denn? Den schauen wir uns gleich an, keine Bange. Oder direkt. Okay, ich verstecke mich da unterm Bett. So, was steht hier? Drive in the Nails. Junge, was haben sie mit dir gemacht? Okay. Unter welches... Haha. Ist wieder 1, 2 oder 3, wa? Ah, scheiße. Okay, ich nehme jetzt einfach eine Sicherung und verstecke mich unter dem hinteren Bett. Und diesmal warten wir. Denn er wird kommen. Er wird kommen. Ich kann derweil ein bisschen was erzählen. Ich plane mir... Er wird eh kommen. Deswegen, ne, nutze ich die Zeit. Ich plane mir die Oculus Rift eventuell zu kaufen. Wer davon schon gehört hat, das ist quasi die Zukunft. Ja. Früher hat man noch davon geträumt oder heute immer noch. Irgendwann setzt man nur noch einen Datenhelm auf und dann ist man im Spiel drinne. Und das ist der erste Schritt. Das ist so eine Brille und da hast du halt zwei Monitore, die sich halt so ein bisschen überschneiden, sodass das genauso dir vorgegaukelt wird, wie als wenn du das wirklich alles so auch sehen würdest. Und das ist noch nicht, glaube ich, ist schon draußen. Ich habe das bei Game One gesehen. Wer Game One kennt, der hat das auch mitbekommen. Die fahren da nämlich gerade voll drauf ab. Und ja, das unterstützt schon ein paar lustige Horrorspiele. Und bei Horrorspielen, also so unglaublich realistisch. Also die Spiele sollen unglaublich realistisch rüberkommen. Und ich glaube, er kommt doch nicht. Aber das habe ich ja eben auch geglaubt. Scheiße. Ja, auf jeden Fall, darauf könnt ihr euch freuen. Ich weiß noch nicht wann. Das wird vielleicht auch noch eine ganze Weile dauern. Ja, Drive in the Nails. Schöner Raum haben wir hier. Also zwei Betten sind da. Ne? Hier könnte man sich ganz schön einrichten und sich niederlassen. Oder man krabbelt unterm Bett hervor und erlebt Abenteuer. Wenn ich das Ding jetzt wegschiebe und er vor meiner Fresse steht, raste ich aus. Können wir lauschen? Oh, ich hänge immer mit dem Kabel fest. Nee, ich höre ihn nicht. Oder? Ah, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Ich werde das gleich so bereuen. Aber ist egal. Ich bin so misstrauisch. Ey, die haben mich eben schon so hart verarscht. Ja, was habe ich für eine Wahl? Okay, ich muss mir einen Plan bereit machen, falls er da jetzt gleich steht. Ich werde einfach rennen zum Wäscheschacht. Ich werde ihn vorher versuchen abzuhängen. Aber wo? Ah, bei den beiden Spins. Okay, los geht's. Hallo? Er kommt gleich eh, Mann. Oder nicht? Oh Gott, mir geht gerade die Pumpe. Er kommt nicht. Dann setze ich mal die Sicherung ein. Machen wir mal auf. Nehmen den scheiß Schlüssel. Hey! Und jetzt? Und jetzt? Scheiße. Der Schlüssel ist runtergefallen. War irgendwo noch ein Wäscheschacht?
Ich glaube unten. Okay, ich versuche da jetzt nochmal ganz schnell reinzusteigen. Die Folge. Ist voll das Knobelspiel. Ich versuche da jetzt nochmal in den Schacht reinzusteigen. Es hat eben nicht geklappt. Und dann werde ich einfach wieder runterrennen. Falls es nicht klappt. Okay. Okay, da ist er. Da ist er. Da ist er. Und ich renne nach Plan. Es geht ja alles nach Plan. Ich habe mir extra eins bereitgelegt. Und wir rennen runter, runter, runter. Und der hat mir ganz schön Damage gedrückt. Aber ganz schön. Oh. So. Wohin jetzt? Folgt er mir? Hier ging es ja runter und da war komischerweise gar nichts. Aber da war auch kein Wäschisch. Oh, ist das gerade. Was ist das für ein Bild hier? Ah, ist noch eine Batterie? Wir haben so viele Batterien. Boah, der Typ hat mir gerade einen Schreck eingejagt. Scheiße mit Reis. Ja, wo gehen wir jetzt hin, Freunde? Das ist ja der Hammer. War oben noch irgendein anderer Weg? Könnte jetzt irgendwas aufgegangen sein? Ne. Also der Schlüssel ist den scheiß Schacht runtergefallen. Jetzt müsste man hier unten irgendwo, ist ja ein Stockwerk tiefer, einen scheiß Schacht finden. Also wohin der hingeführt hat, der Wäscheschacht. Und das, liebe Freunde, machen wir beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Ich freue mich.